Und herzlich willkommen. Wir starten eine neue Runde mit unserem Schamanendeck. Ihr seid an der linken Seite. Wir haben ein Feuerelementar durch ein größeres Feuerelementar, nämlich Ragnaros, ersetzt. Und schauen jetzt mal, ob er sich so gut halten wird wie letzte Runde, wo wir ihn sogar verdoppeln konnten. Aber das wird sich jetzt ja dann gleich zeigen. So. Ja, jetzt kommt unser Gegner. Und es wird ein Krieger. Okay. Für die Starthand, die zwei bringen uns natürlich gar nichts. Die anderen lassen wir mal drauf, falls er zwei Tierchen spielt. Mit ihm können wir ein bisschen ärgern. Und ich hoffe, dass er entsprechend da drauf jetzt nicht gleich in der ersten Runde irgendeine Waffe hat. Na gut, er braucht eh zweite Runde, kann er frühestens die Waffe spielen. Das heißt, wir können ihm jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir ihm 6 Schaden reinhauen. Und genauso ist es. Einmal, zweimal. Das war's. So. Die schönste Kombo, die man natürlich haben kann, ist zwei Elementare über Coin in der ersten Runde, in Runde 3 dann noch ein. Okay. Wenn wir eine Möglichkeit haben, ihn rauszunehmen, machen wir das. Wir schauen erstmal nach. Na, ah, der Heiler. Schade. Gut. Der erste Angriff geht da drauf. Zweite haben wir ihm auch rein. Das war's. Hätte ich gern drauf gespielt, aber bringt uns so natürlich überhaupt nichts. So, was macht er? Wir sind bereits in Runde 3. Er haut sich 5 Rüstung rein, braucht ja langsam. Und macht einen Kappentrade. Gut, das ist schön. Wir sind Runde 4, es liegt nichts auf dem Board. Wir spielen unser nächstes Totem. Und wir spielen hier noch einen Beutehamsterer. Extra. Er steht bereits bei 23 unten. Versucht es hier nicht! Und legt sich eine extra Waffe an, um unseren Tank jetzt wegzukriegen. Das ist schön. Runde 5. Wir hauen den nächsten Tank drauf aufs Deck, damit er einfach nicht an uns vorbeikommt. Und wir gehen ein bisschen auf sein Schild. So, seine Zweierwaffe liegt hier noch dran. Die zusammen geben 5. Das heißt. Oh, er holt sich eine 5er-Waffe. Blut und Beute! Gut, da haben wir noch 3er-Schaden. Der ist weg. Und er zieht sich nochmal in den Schaden rein. Gut. Dann nehmen wir ihm das ganze Teil hier weg. Einmal wegnehmen, nur mit drauflegen lassen und er ist schon bei der 16. Wird jetzt wahrscheinlich auf unser Feuerelementar gehen und sich die 6 Schaden einfangen. Macht er's? Okay, er rüstet auf, dass er nur noch 4 Schaden bekommt. Und hat noch einen Stürmer hier liegen. So, der hat noch 1 Schaden. Ich überlege gerade, ob ich ihn erst kopieren soll und dann nehmen. Aber ich glaube, ich mache so. Ich nehme ihn die Kappe weg. Schau, was es für ein Item gibt. Okay, das bringt uns gar nichts. Und ich spiele noch einen neuen Tank. So. Für den Kriegshäuptling! Okay. Nicht die Karte gespielt, aber
Bringt jetzt natürlich nichts, weil ich kann hier einen Gegentrade machen. Und damit müssten wir ihn eigentlich jetzt schon fast haben. So. Den nehmen wir raus. Den hier spielen wir auf 9 runter. Und damit hat er jetzt nur noch ein Leben. Zack. Mit dem er handeln muss. Und er wählt wahrscheinlich den Tod. Nein, er legt sich eine 5er Waffe an. Merkt jetzt natürlich, dass er nicht an unserem Tank direkt vorbeikommt. Und wählt den Tod. Ach, war sogar ein Selbstmordtod. Ja, ihr seht's. Er hat schon wieder nicht enttäuscht. Er macht halt Angst, wenn er auf das Feld kommt, wenn man keine Oberhand hat. Und ja, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like einfach unten. Ansonsten schreibt in die Kommentare einfach rein, was ihr noch am Deck verbessern würdet, welche Karten ihr tauschen würdet. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.